Jetzt werdet erstmal die leuchtende Spore los, die nervt nämlich. Was ist denn der wieder los? Achso, der ist wieder mal beherrscht. Fähigkeit blockiert, ach so. So, das hat gut geklappt. Oh, da geht's in die gesperrte Sektion rüber. Der Türwald Teil 1 bis 6. So, nehmen wir einfach mal mit. Berkanas erschöpftes Zauberbuch. Okay. Die zahlreichen Runen und Anmerkungen auf der Seite dieses Varianten sind großteils verblasst. Außerdem scheint der Text mit einem komplexen Code verschlüsselt worden zu sein. In seinem gegenwärtigen Zustand bringt das Buch niemandem einen Nutzen. Berkanas Zauberbuch wirkt leblos, wie seiner arkanen Energie beraubt. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, es wiederherzustellen. Der Notiz zur Folge, die ich gefunden habe, könnte es die Kräfte des Zauberbuchs wiederherstellen, welches in den östlichen Bereich des Oratoriums von Vale bringe. A limb may be grafted from one tree to the trunk of another, and in time they'll bear sweeter fruit together than either might have alone. Man kann einen Ast von einem Baum nehmen und ihn auf den Stamm eines anderen pfropfen. Ja, was? Wenn man dann eine Weile wartet, kann man erleben, wie beide Bäume auf einmal gemeinsam Früchte tragen. Weit süßer als die Früchte, die jeder Baum vorher einzeln hervorgebracht hat. Mightn't it be possible then to graft the Scion soul to the rootstock of a willing kith? Müsste es eigentlich auch möglich sein, dem Wurzelstock eines willigen Gestandenen einen Seelensprössling einzupflanzen? The souls wouldn't fracture, but coalesce. They'd grow stronger together. Dann würden die Seelen nicht zerbrechen, sondern miteinander verschmelzen und gemeinsam stärker werden. Okay. Ich habe den zweiten Band. Ich habe den dritten Band in den Annalen von. Den dritten Band der Annalen von Dengraf gefunden und den vierten. Mhm. Eine dicke Grünspannpatina überzieht diese Kupferkugel und hält sie an Ort und Stelle fest. Mhm.
Erlass von Brentis Torega. Auf Anordnung des heiligen Brentis tritt folgendes bis zur Aufhebung in Kraft. Ja, da Verlass, die Uralte verhält sich in letzter Zeit unruhig. Es sind daher zusätzliche Körper zu suchen, um Jestir zufriedenzustellen. Der Suchradius auf der Insel wird um 15 Wegstunden ausgeweitet. Zur Erinnerung, die Uralte bevorzugt größeres Wild so bald möglich. Möge die Göttin auf ewig in euch brennen. Mhm. Indeed. Die Herkunft und den Untergang der Altstadt Nekatakas. Oh, das klingt interessant. Nichts ist verloren, die Suche nach Okaiso. Davon haben wir ja schon eins. Eine valianische Tragödie. Okay, wir müssen jetzt demnächst rasten, weil Alof ist ziemlich am Arsch. Ich muss sagen, dieser Tisch hier, den finde ich sehr interessant, vor allem weil hier auch noch Fesseln drumherum liegen. Ein mit Runen verziertes Medaillon hängt über dem Brustpanzer dieser blutrösten Rüstung. Es wird von einer Stahlkette am Kragen festgehalten, es sein lassen. Mhm. Das Wappen aus Sonne und Kelch ist die einzige noch erkennbare Dekoration auf diesem verrosteten Brustpanzer. Panzer der Dracosi-Paladini. Mhm. Beherzte Diebwunde. Psalm von Voidika. Of course. Ein Behelfsgewehr, geborgen aus den Trümmern der Brücke von Evon de Vier. Es steckt noch eine Kugel im Lauf. Möglicherweise ist diese Waffe niemals abgefeuert worden. Ein aus Durgans Batterie geborgener Schmiedehammer. Er ist zu schwer, um ihn hochzuheben. Mhm. Okay, das sieht aus wie so ein Einbalsamierungsbecken und das wie eine Kanone. Diese Kanone stammt aus Durgangs Batterie. Als du in das Rohr hineinstarrst, starren zwei gelbe Augen zurück. Okay. Zauberstab. If we could rest for a bit. This thing isn't doing the job. Watch me go. Ja, Edea ist jetzt auch ziemlich angeschlagen. Wie gut reagierst du auf Zauber? Also Zauber scheinst du nicht zu mögen. Das ist ein einhändiger Zauberstab. Ah. Ja, dann tauschen wir das Zepter aus. Kann nicht während dem Kampf geschehen, stimmt. Jetzt ist es tot. So. Oh. Zwei Rüstungen. Indeed.
Dieses Konstrukt schwimmt in einer Flüssigkeit, die so kalt ist, dass sie dir die Haut von den am Finger brennt. Okay. Be cautious. Be constant. Da oben hatten wir eine Feuchtspore gesehen. Und ansonsten geht's halt nur durch die Tür durch. Okay, ich will noch ausprobieren, was... Obwohl, das kann ich machen, wenn ich gerastet habe. Ich muss eh noch mal hier hoch. Aus vielen Gründen. Ja, mit sporenverkrusteter Schlüssel freischalten. Ich kann da ja erstmal rasten, dann auf der anderen Seite mal weitermachen. Kann man Lengra fragen, was die ganze Kacke soll. Ja gut, hier ist nichts, worüber wir uns Sorgen machen müssten. Boah, können wir ja mal gucken, dass wir Berkanas Buch wiederherstellen. Weil ich habe so das Gefühl, ich weiß, wo das geht. Und wir gucken auch gleich mal, was passiert, wenn wir das Horn einschmelzen. Ja, wir haben nämlich hier den Katheter der Trübung und hier haben wir Verbrennungsofen. Und da ist die Trephin. Tagauge. Hi. Das Pult der Trübung steht leer vor dir. Okay. Und ich habe gedacht, wir könnten es benutzen. Ne, da können wir auch noch nicht wirklich was machen. Of course. Ja, Heldias Horn in die Flammen werfen. Die gottähnlichen Hörner leuchten erst violett, dann in kräftigen Rot, bevor sie in einem Funkenriemen ausbrechen, der rund um die Feuerscheibe auf den Boden niederprasselt. Ah. Okay. Das heißt, da brauchen wir auch erst etwas, was wir draufpacken können, was wir wahrscheinlich in den Archiven finden werden. Auch gut. Ja, da geht's tief runter. What you want, Grandstick? So, einmal hier rasten. I remember you. Ich erinnere mich an dich. Berkane sieht dich mit einem breiten Lächeln an. Berkanas Zauberbuch, gehört das dir?
Perkana runzelt die Stirn, als sie das Buch entgegennimmt. Sie öffnet eine beliebige Seite und schüttelt den Kopf, als sie feststellt, dass das Pergament leer ist. This damned prison. It took my mind, my possessions and even my words.